Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Barfußlaufen TV. Ich bin Thorsten Ludwig, der Gründer und Inhaber von Soulrunner Barfußschuhen. Wir produzieren Barfußschuhe und ich habe mir einen Hyundai Ioniq als Geschäftsfahrzeug gemietet. Wenn ihr wissen wollt, was mir an dem Hyundai Ioniq nicht ganz so gut gefällt, dann bleibt bitte dran. Gefällt mir nicht an dem Hyundai Ioniq. Man soll ja ein Gespräch oder auch ein Video sicherlich nicht gleich immer mit etwas Negativem anfangen, aber nachdem bisher so viel Positives von mir berichtet wurde über den Hyundai Ioniq, habe ich doch etwas zu kritisieren. Und zwar bin ich unterwegs an einer Ladesäule. Ich stecke den Rüssel in die dazugehörige Ladebuchse und verschwinde jetzt von dieser Ladestation, weil ich irgendwo einen Kaffee trinken will, Mittagessen will oder sonst irgendetwas. Jetzt stellt euch vor, ihr braucht nur eine ganz bestimmte Menge an Strom, um zur nächsten Ladesäule zu kommen, um eure Fahrt fortsetzen zu können. Und ihr müsst im Grunde ständig im Auto sitzen, wenn ihr das beobachten wollt. Worst case ist, dass die Ladung abbricht. Auch das passiert, ist mir ja selbst schon mal passiert. Ein paar Schritte weg von der Ladesäule war ein Café, da hätte ich mich reinsetzen können. Das war ja an der Autobahnraststätte in Egen. Und die Ladung ist nach wenigen Sekunden abgebrochen. So. Jetzt hockst du da, kommst nach einer halben Stunde wieder und hast kaum was geladen. Diese Möglichkeit der Überwachung per App bietet Hyundai nicht an in Deutschland. Angebliche Begründung ist aufgrund der Funkfrequenzen. Okay, mag sein, kann ich nicht beurteilen. Andere schaffen es auch. Aber so ist es nun mal. Deutschland wäre aber nicht Deutschland mit all seinen Dichtern und Denkern vor allen Dingen, wenn es nicht eine Lösung gäbe. Und es gibt sogar zwei Lösungen. Es gibt nämlich Eevee Notify und es gibt SOC Hack. Ich stelle das jetzt hier einmal ganz kurz vor. Eevee Notify, also electricvehiclenotify.de. Und da kann man hier so ein bisschen rumscrollen, um sich das einfach mal anzuschauen. Es ist und bleibt kostenlos, sagt der Entwickler. Die App kann man nur im Google Play Store runterladen, weil es für den Apple, fürs iPhone wohl zu viele Restriktionen gibt. Aber über den Google Play Store funktioniert das wunderbar auf dem Samsung. Insofern ist das fast ein bisschen irritierend hier. Weil hier ist ja das iPhone abgebildet und auf dem iPhone kann man das Ganze sich nicht anschauen, sondern nur über die Samsung-Geräte. Ja, der Entwickler ist der Giuseppe Corso. Ich persönlich kenne ihn nicht. Ich habe auch keinerlei familiäre Beziehungen zu ihm. Ich kann nur sagen, unterstützt ihn, unterstützt beide Entwickler, denn das, was die dort leisten, ohne einen monetären Anspruch zu erheben, ist wirklich fantastisch. Aber auch da müssen Server gekauft werden. Da wird viel Zeit in die Entwicklung gesteckt. Und der Giuseppe sagt ja auch in seinen Videos, ich werde da mal ein Video verlinken, dass bitte ganz wenig gespendet werden soll, wenn überhaupt. Aber spendet an ihn. Er hat eine PayPal-Adresse hinterlegt, wo man spenden kann. Ich persönlich habe das gemacht. Und ich kann nur jeden ermuntern, das auch zu tun, denn wenn, ich weiß jetzt gar nicht, wo diese Adresse ist, aber das finde ich gleich noch raus, die PayPal-Adresse. Lösung, die über den Raspberry funktioniert. Ich kann nicht entscheiden, welche App besser oder schlechter ist. Ich denke, beide sind sehr, sehr gut. Für mich ging es darum, jetzt für die 4 Wochen eine Quick-and-Dirty-Lösung zu haben, und habe mich deswegen für die Lösung vom Giuseppe entschieden. Und hier könnt ihr nochmal auf seine Webseite gehen. Es ist ein etwas anderes Prinzip. Und da ist alles ganz genau beschrieben. Also bitte unterstützt beide, denn das, was die machen, ist eine verdammte Sache. Ich persönlich habe mich für Eevee Notify entschieden, weil ich kann die beiden Systeme auch nicht miteinander vergleichen. Ich weiß nicht, was gut ist, was schlecht ist. Für mich war es nur wichtig, dass ich für diese 4 Wochen, in denen ich das Auto habe, eine Quick-and-Dirty-Lösung habe und die funktioniert, auf die ich mich verlassen kann und die schnell einzurichten ist. Ich habe keine Zeit, mich mit irgendwelchen anderen Dingen da zu beschäftigen. Wie gesagt,
Easy und simple sollte es sein. Und deswegen bin ich auf Eevee Notify gestoßen. So, was braucht man für Eevee Notify? Man braucht einen Dongle. Den gibt es für wenige Euro zu kaufen. Das ist das Bluetooth-Dongle, was ich mir gekauft habe. 10 Euro, 12 Euro, irgendwas. Kein Problem. Das wird ja hier unten reingesteckt in den OBD2-Anschluss. So, dann fängt das an zu blinken. Und dann gibt es die Information. Dann gibt es hier sofort die Information auf dem Handy. Natürlich ist es jetzt 100% voll. Also kein Problem, hat die Nacht über geladen. Ich habe das also praktisch ins Auto gelegt, habe Bluetooth angeschaltet. Das Bluetooth-Handy verbindet sich mit dem Bluetooth-Dongle. Das ist schon mal wichtig. Vorher lädt man sich die App Eevee Notify aus dem Play Store, heißt es bei Google, aus dem Google Play Store runter. Richtet sie ein. Alles sehr, sehr simpel. Ich bin jetzt nicht mit dem Auto verbunden, habe aber noch die letzten Informationen hier. Deswegen möchte ich euch das einfach nur mal so zeigen. Also mein Auto ist jetzt geladen. Es sind 100%. Wir haben eine Reichweite von 220 Kilometern. Ich habe es die Nacht über geladen. Und dieses Handy bleibt im Auto liegen. Ich habe mir noch eine Powerbank dazu besorgt, beziehungsweise die hatte ich sowieso vorher schon, eine sehr, sehr gute Powerbank. Also ist auch gar kein Problem, wenn man langsam lädt, weil die Akkus hier sind schon brutal alt und die Akkureichweite ist nicht mehr allzu stark von diesem Handy hier. Also habe ich eine Powerbank dazugelegt, habe das beides miteinander im Auto liegen lassen. Dieses Handy verbindet sich dann über die App mit dem Dongle und schickt die Informationen hoch in die Cloud. So, dann habe ich ein zweites Handy ausgekramt. Wichtig ist immer, dass man seine Sachen nicht sofort wegschmeißt, weil man kann sie eventuell immer noch gebrauchen. Und auf diesem zweiten Handy habe ich auch Eevee Notify installiert. Und ihr seht auch hier dieses Symbol mit der Wolke und der Pfeil zeigt nach unten. Das heißt, diese App holt sich die Informationen, die dieses Handy in die Wolke schickt, holt sich dieses Handy aus der Wolke wieder raus, so dass ich hier mit diesem Handy und dieser App überall auf der Welt im Grunde sitzen kann und kann gucken, wie ist der Ladestand meines Akkus oder ist es abgebrochen. Ich kann hier noch einstellen, in welcher Frequenz das Ganze übermittelt werden soll, und zwar Ladeabbrüche wie auch den Ladestand. Und das war eigentlich im Grunde schon alles. Es ist natürlich wichtig, dass hier auch eine SIM-Karte drin ist. Hier muss auch eine SIM-Karte drin sein. Das ist praktisch der Hotspot für die Daten, die in die Wolke geschickt werden. Und hier brauche ich natürlich auch eine SIM-Karte, damit das Ganze wieder zurückgeholt werden kann. Ja, das gibt mir jetzt natürlich sehr, sehr viel Freiheiten, wenn ich auf einer Raststätte bin, dass ich nicht ständig im Auto sitzen muss. Und da finde ich es wirklich sehr sinnvoll, wenn man einfach mal verschwinden kann und hat trotzdem den Ladestand oder einen möglichen Ladeabbruch voll im Blick. Das gibt mir wirklich eine Freiheit, denn das Autofahren soll es uns ja das Leben erleichtern und nicht verkomplizieren. Und ich finde, diese beiden Jungs, der Giuseppe und der Tobi, die dort, ja, ohne einen monetären Anspruch zu haben, die App entwickeln aus lauter Herzblut und weil sie dahinter stehen, diese App entwickeln und wie gesagt keine monetären Ansprüche haben, das finde ich einfach fantastisch, was die beiden machen. Ich weiß, dass es beim Giuseppe die Möglichkeit gibt zu spenden. Ich weiß nicht, wie es beim Tobi ist, aber ich kann wirklich nochmal an euch appellieren, macht das. Packt dann Euro oder zwei drauf, weil das ist eine Sache, die sowas von nützlich ist und sowas von hilfreich ist. Und wenn jemand einen guten Job macht, dann soll er dafür auch belohnt werden. Und zwar nicht nur mit einem Danke und einem Schulterklopfen, sondern es fallen auch bei dem Entwickler Kosten an, neben seiner Arbeitszeit natürlich auch die ganze Servergeschichte. Und das soll und muss belohnt werden. Also von daher Daumen hoch für beide Lösungen. Ich habe mich für die eine entschieden, bin damit sehr, sehr zufrieden und ich zeige euch jetzt noch, wie ihr zumindest beim Giuseppe die Möglichkeit habt, etwas für ihn über sein PayPal-Konto zu spenden.
Das soll es von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, und hier findet ihr das. Das ist auf Going Electric auf der Seite 71. Ich habe mir wirklich fast alles durchgelesen, was hier geschrieben worden ist. Und wenn jeder nur einen Euro gibt oder zwei Euro für das, ich finde das immer schlimm, wenn jemand eine Arbeit macht, die nicht gewürdigt wird. Diese Arbeit wird sicherlich gewürdigt. Das sieht man ja auch an diesen vielen Informationen hier und an diesen langen Threads. Und deswegen geht hier bitte auf github.com und dann auf Donation und dann via PayPal. Es ist ein bisschen versteckt, wie gesagt, aber spendet es und ich habe etwas gespendet und ich kann euch nur ermuntern, das auch zu tun, denn beide Jungs stecken sehr, sehr viel Arbeit in ihre Projekte und es ist wert, dieses zu belohnen.